Liebe Schwestern und Brüder im Erzbistum Paderborn, von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien und allen Angehörigen und Freunden gesegnete Ostertage. Möge die Freude über die Auferstehung unseres Herrn unsere Herzen erfüllen, unser Leben zum Leuchten bringen. Ostern ist für uns Christen das höchste Fest. Ostern feiert die Mitte unseres Glaubens, den Sieg der Liebe über den Tod. Wir feiern, dass Jesus Christus nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er wahrhaft auferstanden ist. Ostern sagt uns, das Leben ist stärker als der Tod. Es sagt uns nicht, dass das Leben immer einfach und leicht ist. Gerade in diesen Tagen und Wochen erfahren wir das alle. Der Alltag kann mühsam und belastend sein. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass es nicht wirklich vorangeht, dass es um uns herum sehr grau und traurig sein kann. Ja, es gibt Stillstand und Dunkelheit. Es gibt Sorgen vor der Zukunft. Es gibt Angst vor dem Ungewissen. Ja, es gibt Krankheit und Tod. Aber wir Christen leben aus der Hoffnung, dass unser Leben im Letzten gelingen wird. Das Grab ist leer, der Held erwacht, so singen wir in der Osternacht. Wir schauen auf Christus und wir erkennen, unsere Hoffnung ist niemals abstrakt. Unsere Hoffnung ist ein Du. Unsere Hoffnung ist kein billiger Optimismus. Und wäre nicht Christus auferstanden, dann liefe unsere Hoffnung ins Leere. In der Osterzeit wenden wir uns dem Leben zu. Es ist der Triumph des Frühlings über den Winter. Das neue Leben bahnt sich seinen Weg, das Leben blüht neu auf. Aber Ostern ist nicht einfach nur ein schönes Frühlingsfest. Ostern ist viel mehr. Mit dem Christentum wäre es nichts, wenn es darin keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gäbe. Im Evangelium vom Ostersonntag gibt uns der Evangelist Johannes eine solche Antwort. Der Stein war vom Grab weggenommen. Gott selbst hat gehandelt. Gott selbst hat Licht in die Dunkelheit des Grabes gebracht. Gott selbst hat uns die Angst genommen. An Ostern geht es um alles. Es geht darum, was Jesus Christus für uns ist und welche Hoffnung wir Christen haben dürfen. Wer mit Osteraugen die Welt betrachtet, für den verwandelt sich alles. Der bleibt nicht im Grab seiner Todesangst gefangen. Der steht auf zum Leben. Der steht auf zur Hoffnung, dass das Beste noch vor uns liegt. Diese Hoffnung kann uns niemand nehmen. Diese Hoffnung bleibt auch an diesem denkwürdigen Osterfest 2020. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Gesegnete Ostern, Ihnen allen.